Frau Bundeskanzlerin, während wir alle mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt sind, droht ein für die Zukunft sehr relevantes Thema unterzugehen, das EU-China-Investitionsschutzabkommen, bei dem insbesondere Sie darauf hinarbeiten, dass es noch in diesem Jahr während Ihrer Ratspräsidentschaft verabschiedet wird. Jetzt hat das Europäische Parlament gefordert, dass Produkte aus uigurischer Zwangsarbeit in China nicht auf den europäischen Markt gelangen dürfen. Und die Brisanz dieses Themas wurde ja erst in diesen letzten Tagen durch Berichte über die Zwangsarbeit in der Baumwollernte in Xinjiang deutlich. Ich gehe davon aus, dass Ihnen die schweren Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang im vollen Umfang bewusst sind. Die Volksrepublik China hat die ILO-Kernnormen gegen die Zwangsarbeit bisher nicht ratifiziert. Kann die EU, kann Deutschland aus Ihrer Sicht einem Investitionsabkommen zustimmen, wenn China diese zentralen ILO-Kernnormen nicht ratifiziert, und halten Sie unter diesen Umständen eine Verabschiedung des Investitionsabkommens aus menschenrechtlicher Sicht für vertretbar? Ich finde es erstmal sehr gut, dass die Europäische Union, wann immer sie solche Investitionsschutzabkommen oder Freihandelsabkommen abschließt, auf diese Fragen der ILO-Normen zum Beispiel auch Wert legt. Und deshalb spielt das auch in den Gesprächen mit China eine Rolle. Und ich will jetzt, da bitte ich um Verständnis, weil wir mitten in den Verhandlungen sind, nicht wenn dann Fragen beantworten. Ich darf Ihnen nur sagen, dass wir diese ILO-Norm sehr ernst nehmen und eine gute Abwägung vornehmen werden. Im Übrigen sind mir die Vorwürfe im Blick auf die Uiguren sehr wohl bewusst. Danke sehr. Nachfrage, Frau Bause. Ja. Frau Bundeskanzlerin, wir sehen ja gerade in Hongkong, dass China noch nicht einmal völkerrechtliche Verträge achtet. Ist es nicht nötig, dass China zunächst in Hongkong ein Zeichen setzt, der Rückkehr zum Prinzip ein Land, zwei Systeme, bevor wir mit der EU ein solches Abkommen, also mit der EU, mit China ein solches Abkommen abschließen? Schauen Sie, das sind ja immer sehr schwierige Abwägungen. Wir sehen natürlich mit großer Besorgnis, dass dieses Thema ein Land, zwei Systeme im Augenblick in Hongkong sehr brüchig wird, um es vorsichtig zu sagen. Aber auf der anderen Seite müssen wir immer versuchen, im Gespräch zu bleiben und die verschiedenen Institutionen, die wir haben, um darüber zu reden, von Rechtsstaatsdialog bis zu anderen Dingen, zu nutzen und auch meine Gespräche mit den Verantwortlichen, um für die Menschen, die dort betroffen sind, auch das Beste zu erreichen. Und in diesem Widerspruch von Werten, die wir teilen und die ich auch teile, und den Interessen, die wir haben, aber auch der Frage, ob Gespräch mehr bringt als nicht sprechen, das ist der Punkt, an dem wir sicherlich auch immer wieder politische Abwägungsentscheidungen treffen müssen.